Im Coronavirus waren, Digga. Wo ist dein Mundschutz, Digga? Scheiße, hast keine Panik? Was für Idioten. Das Ding, was du heute vergisst, ist in Deutschland jedes Jahr in Deutschland, da sterben 16.000 von Grippe. Von normaler Grippe. Aber das sind wahrscheinlich auch eher ältere Menschen, ne? Ja, ältere Menschen, ja. Aber ja. Du hast es ja auch von der Corona. Leute, ja, genau. Arsch, genau. Und die Anti-Cure ist schon da. Was der Impfstoff, meinst du? Ja, natürlich. Ja. Ja, ich mache mir da auch wenig Sorgen. Ich glaube, wir werden das auch überleben. Auf jeden Fall nicht rum, so ein Idiot mit so einem Ding drauf. Warum soll ich das machen? Entweder kriegen wir das oder wir kriegen das nicht. Und selbst wenn wir es kriegen, werden wir es überleben, oder? So ist das, aber wir sind stark. Wow, Digga, was für ein Flughafen. Hallo. Hello, sir. Thank you. So, hi, wir sind gerade hier in Dubai gelandet. Wie fandest du erstmal den Anfang von unserer hier berühmten Reise? Ja, Freunde, die Anreise war eigentlich am Anfang unkompliziert, wie auch erwartet. Jedoch hat dann der Roadcap leider einen falschen... Das bin ich. Ja, der Mats hat leider einen falschen Namen aufs Ticket geschrieben und dann gab es Probleme beim Check-in. Und wir haben noch versucht, ein bisschen mit psychologischer Politik und ein bisschen mit... Da war sogar Däne. Ja, stimmt, war sogar Landsmann von Mats. Landsverräter. Hat uns leider trotzdem hängen lassen. Da mussten wir ein neues Ticket kaufen. Das hat die Urlaubskasse ein bisschen geschwächt. Wir werden aber dennoch für euch auf die Kacke hauen und euch das feine Leben zeigen auf arabische Art. Also seid gespannt. Wir warten jetzt erstmal auf unsere Koffer. Wir haben 6 Stunden Flug hinter uns. War aber eine sehr entspannte Anreise, muss man sagen. Und wir sind voller Vorfreude. Gefährlich. Geisteskrank. Was sagst du so zu Beginn? Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Also ich muss sagen, ich bin in die meisten Stellen der Welt gekommen. Ich bin in die US oft, also ich bin in ganz Europa gereist. Aber das hier ist die brutalste Lobby, die ich in meinem Leben gesehen habe. Oder was sagst du? Ich sehe das absolut genauso. Brutalste Lobby, in der ich jemals war, auf jeden Fall. Reine Rolex-Uhr ist rein. Ab geht's, Habib! And it's an amazing room, Habib. I think it's enough place for 4 people, right? Yes, sir. They are, you know, there are some family. They are booking for this queen size bed. So this is our queen size bedroom. Yeah. Wow. And here everything is nice with the jacuzzi. Amazing rain shower. Really nice. Really nice details. Mats, was sagst du zu unserem Zimmer? Top. 1A, ich bin, ne? Sehr, sehr, sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Top. Aber ich bin am meisten zufrieden mit Habib. Habib, das ist mein Held. Ja. Mein Held, Habib. Ohne Habib wären wir auch aufgeschmissen, Digga. So ist das. Genau, Habib hat sich immer los. Yeah. Welchen Booster nehmen wir? Jetzt geht's zum Training, Digga. Yes, your exercise. Go straight, sir. In the west. Thank you. Thank you so much. Purchase your tracks today.
Leute, ich muss wirklich sagen, die Araber machen alles richtig. In Deutschland ist es ja immer so ein bisschen, also wir haben natürlich auch sehr, sehr schöne Luxushotels in Deutschland, aber die Deko ist immer in Deutschland sehr zurückhaltend. Und hier hängen halt eben nicht ein Kronleuchter an der Decke, sondern direkt 8 Stück hintereinander. Und wir haben halt eben nicht einen Wasserfall, sondern 5 Stück nebeneinander. Also die Araber geben sich wirklich richtig, richtig Mühe, was die Deko angeht. Es riecht wunderbar hier im gesamten Hotel. Es ist top klimatisiert. Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig positiv überrascht. Es ist einfach brutal. Es ist auf jeden Fall mit Abstand das beste Hotel, in dem ich je war. Und ich bin tatsächlich schon viel gereist. Ich war schon in vielen Hotels und bin begeistert. So Leute, Mats und ich waren jetzt im Wasserpark und jetzt fahren wir zur Dubai Mall. Wir wollen ein bisschen was essen. Erstmal, wir haben natürlich wieder riesen Hunger, wie immer. Wir essen immer sehr, sehr viel. So ist das. So ist es. Gibt es einen Spruch in Dänemark, das heißt, ein Mann, der isst gut. Mach mal zu hier. Nein, Spaß, die haben ja alle bis 0 Uhr auf hier. Bist du zufrieden mit the world's biggest shopping mall? Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden, aber ich meine, ich glaube, wir haben vielleicht gerade mal 10% gesehen oder 20%. Ne? Das ist richtig. Und wir laufen bestimmt seit 5 Stunden hier. Ist schon krass. Ist schon extrem groß hier auf jeden Fall. Ich hab schon eine riesen Auswahl. Ach, Digga, ich habe so einen Hunger. Ne? Hast du Hunger schon wieder, Dolph? Ja, ich habe immer Hunger. So, wir lassen uns jetzt fahren, ne? Es wird langsam zu anstrengend. So ist es. Für uns beide. Man muss sagen, die Dubai Mall ist so groß, man kann hier wirklich sein ganzes Leben verschwenden. Es ist absolut geisteskrank, diese Größe. Das ist eine Mini Rolls Royce. Ja, deswegen lassen wir uns jetzt fahren. You're a really good driver, my friend. You make really good work. Oh, be careful. Freunde, boah, Digga, ist das heiß. Ach du Scheiße, ich voll die Schenkel verbrannt, Digga. Wow, wie die einfach auch gar nicht verhandeln wollte, ne? Die war eiskalt. Ja. Naja, jetzt machen wir eine kleine Tour hier, Freunde. Wir sind ja auf jeden Fall Adrenalin-Junkies, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Guck mal, im Film mal einmal das Hotel, Digga. Guck mal, wie krass das aussieht. Geisteskrank. Leute, dieses Atlantis-Hotel ist wirklich zu empfehlen. Ist echt krass. Gestern waren wir in der Mall den ganzen Tag. Boah. Wir haben uns die Seele aus dem Leib geshoppt. Wir waren, glaube ich, 6 oder 7 Stunden shoppen und haben wahrscheinlich trotzdem nur die Hälfte von der Mall gesehen. Na, jetzt kommt er hier mit seinen Sicherheitsinstruktionen. Ne? Wie ihr wisst, bin ich ja immer noch nach wie vor ein sicherheitsorientierter Mensch. Und deswegen nehmen wir dann gerne mal hier so eine Weste. Ne? Thank you, my friend. Thank you so much. Ein bisschen von Burj Khalifa. Ja, der Burj Khalifa ist ja das zweithöchste Gebäude der Welt nach meiner Villa an der Elbchaussee und ist halt eben 860 Meter hoch. Ja, kann man machen. Lässt sich blicken.